Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Timo Schwiersch und dies sind die Themen für Mittwoch, den 1. Juni. Die Kunden der Nienburg Energie können sich freuen. Pünktlich zum Beginn der Heizperiode am 1. Oktober senkt der kommunale Versorger die Erdgas- und Wärmepreise. Die Preissenkungen bewegen sich je nach Verbrauch zwischen 9% und 11%. Der Grund für die Preissenkungen ist, dass der kommunale Versorger günstige Energie mit Weitblick einkauft, sagt Geschäftsführer Norbert Witt. Dienstagmorgen war die Bundesstraße 6 zwischen Asendorf und Graue für ca. 2 Stunden vollgesperrt. Der Anhänger eines Lastwagens war gegen 9 Uhr auf der Straße umgekippt, nachdem der Fahrer versucht hatte, einem Reh auszuweichen. Der Milchpreis ist nicht zuletzt wegen des Russland-Embargos und der kriselnden Wirtschaft in Asien im Keller. In der Hake am Mittwoch erzählt Milchviehhalter Christian Andermann aus Steimke, wie seinen Betrieb die Krise trifft. Er hält zusammen mit seinem Vater Friedrich Andermann und Christian Oehlerking 370 Milchkühe. Außerdem hat die Hake mit dem Landvolk und der Frischli-Molkerei gesprochen. Am Mittwoch wird Monika Wegner-Buchholz offiziell zur neuen Leiterin der Alpheide-Schule Nienburg. Sie möchte die zweitgrößte Grundschule im Stadtgebiet gemeinsam mit Kollegium, Schülern und Eltern voranbringen. Nach dem Tod ihres Besitzers kam die kleine Mischlingshündin Sarah ins Tierheim Schessinghausen. Dort wurde festgestellt, dass ihr Kiefer völlig vereitert war. In einer Notoperation mussten alle Zähne gezogen werden. Jetzt bittet das Tierheim um Spenden für die Operationskosten. Die neue Grundschule der Samtgemeinde Siedenburg bekommt pünktlich zum Start in das neue Schuljahr einen Namen. Der Schul- und Kulturausschuss votierte einstimmig für Grundschule am Speckenbach. Jetzt muss in der kommenden Woche nur noch der Samtgemeinderat diesem Vorschlag zustimmen. Zum Sport. Christian Glienewinkel vom RFV Nienburg ritt im Parcours in Oberneuland auf seinem Derby-Pferd Professional Aircare zum Sieg im S3-Sternespringen und wurde danach auf der Siegerehrung gebührend gefeiert. Es gratulierten die Preisgeberin Ulrike Bergmann und Jörn Forkert. Der generalstabsmäßig geplante Wiederaufstieg der Fußballer des Rot-Weiß-Esdorf-Leseringen in die Kreisliga wurde am Sonntag mit einem abschließenden 6:0 Kantersieg gegen die Reserve des TSV Loccum in die Tat umgesetzt und wurde 2 Tage lang ausgiebig gefeiert. RWE-Spielertrainer Lukas Wiatkowski zieht nach den Feierlichkeiten die Saisonbilanz und plant schon die nächste Saison. Nach der 1:2-Niederlage gegen Inter Comarta mussten die Kreisliga-Fußballer des TSV Eistrup am letzten Spieltag dem VfL Münchehagen doch noch den Vortritt lassen und versuchen nun über den Umweg Relegation den Bezirksliga-Aufstieg zu packen. Erster Gegner ist Mittwochabend der Mellendorfer TV. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake vom Mittwoch oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe die Hake weiterverbreitet werden.